Seit 45 Jahren lebt Prinz Asarate in Frankfurt, bestens integriert, wie er sagt, und mit einer Vorliebe für deutsche Kultur. Leidenschaftlich wirbt er seit langem für eine differenzierte Sicht auf die Flüchtlingskrise. Nur mit Geld könne man nicht helfen. Man müsse auch die Wünsche der Menschen in Afrika berücksichtigen, sagte er im Gespräch mit dem Wirtschaftswissenschaftler Robert Kappel und der Journalistin Andrea Böhm. Doch aus politischem Kalkül unterdrücke Europa afrikanische Eigeninitiativen mit fatalen Konsequenzen. Ich glaube, als erstes muss Europa in der Lage sein, zu realisieren, dass die sogenannte Realpolitik der letzten 50 Jahre uns nichts gebracht haben. Wir brauchen eine neue europäische, gemeinsame europäische Afrikapolitik. Nur dann können wir uns den Herausforderungen, die uns jetzt begegnen, stellen. Viel Applaus bekam Asarate für seine Feststellung. Der Westen unterstütze immer noch afrikanische Gewaltherrscher mit dem Geld von Steuerzahlern. Der Großneffe des letzten äthiopischen Kaisers forderte Unternehmer auf, mehr in Afrika zu investieren. Ohne staatliche Garantien sei das aber schwierig, auch weil die chinesische Konkurrenz so stark ist. Bei denen sieht es ganz anders aus. Wenn eine Firma 1 Million US-Dollar in Afrika investiert, kriegt diese Firma eine 100%ige Garantie des chinesischen Staates. Bei uns in Deutschland sieht es zurzeit so aus, dass von 55 afrikanischen Ländern gerade noch ein Dutzend ein Anrecht auf eine Hermes-Versicherung haben. Und das ist natürlich essentiell, wenn wir die mittelständische Wirtschaft dahingehend überzeugen wollen, dass sie nach Afrika kommen müssen, dann müssen wir denen Staatsgarantien auch geben. Nur mit Arbeitsplätzen könne der Westen der afrikanischen Jugend helfen, wenn die Fluchtursachen direkt in Afrika bekämpft werden sollen. Das ist zumindest Prinz Asarates Hoffnung.